Am Dienstag ist an der Kreuzung am Stern in Kassel eine Straßenbahn entgleist. Diese war unterwegs von der Königsstraße in Richtung Lutherplatz. Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. In dem Fahrschulwagen waren ein Ausbilder und 5 Fahrschüler. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand. Nach dem Unfall wurden die Bahnen über den Scheidemannplatz und die Fünffensterstraße umgeleitet. Nachdem die Bahnteile voneinander getrennt wurden, musste der Strom an der Kreuzung abgestellt werden, da der entgleiste Wagenteil wieder in die Schienen gehoben werden musste. Ein solcher Vorgang kann mehrere Stunden dauern, mit weiteren Verspätungen muss gerechnet werden, da es sich bei der Kreuzung um einen Knotenpunkt im ÖPNV-Netz handelt. Die Polizei hatte die Lage am Nachmittag unter Kontrolle. Die Arbeiter waren ebenfalls schnell vor Ort. Viele Schaulustige sammelten sich, um Bilder zu machen und das Geschehen zu filmen. An den Absperrbändern versuchten Kasseler, weitere Informationen zu erhalten. Die Polizei sorgte ebenfalls dafür, dass der Autoverkehr über die holländische Straße umgeleitet wurde. Es bildeten sich dennoch mehrere Staus und der Verkehr konnte nur langsam fortschreiten. Straßenbahnen, die zum Unfallzeitpunkt in der Innenstadt waren, stauten sich ebenfalls am Königsplatz und die Königsstraße entlang.